Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier von Food 19. Ja, heute spielen wir ein Online-Draft. In dem letzten Food 19 Video rechts oben am E verlinkt, wo ich übrigens meine Kamera zwar anhatte, aber die Softbox nicht angehabt habe. Ich hoffe, dass die Kameraaufnahmen da gut waren, sonst habe ich die wahrscheinlich ausgeschnitten. Aber es ist mir gerade so aufgefallen, weil ich jetzt direkt hier danach das Online-Draft aufnehme und gerade so gemerkt habe, die Softboxen waren gerade eben nicht an. Naja, jedenfalls haben wir da ein Draft-Token gezogen und ich wollte schon immer mal ein Food-Draft in FIFA 19 machen und jetzt eben mit diesem Draft-Token habe ich gesagt, weißt du was, jetzt ist es Zeit. So, wir nehmen die 4-1-2-1-2 bereit, wir haben keine Challenge. Falls ich mal eine Challenge machen sollte, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, also zum Beispiel irgendwie nur den besten Spieler nehmen. Eine Legende. Oh mein Gott, mir wird alles erklärt, weil ich es noch nie gemacht habe. Yes, direkt eine Legende. Das ist sehr, sehr gut. Denn ich will im heutigen Draft einfach mal die Leute mitnehmen, die mir gefallen, die ich gerne teste. Natürlich probieren auch ein richtig gutes Draft hinzubekommen. Also ein wirklich hochbewertetes und mit viel Chemie, aber ja, da muss ich einfach gucken. Also ich bin da, wie gesagt, überhaupt kein Profi auch dafür. Jedenfalls suchen wir den Stimmerkollegen hier für unsere geile Legende aus. Das sieht ganz nice aus. Boah, da kann ich mich ja schon fast wieder nicht entscheiden. Ne? Also, sollen wir den Deutschen nehmen oder gehen wir mit Premier League? Entweder Werner oder Son. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Son mit. Ich weiß nicht, wir gehen mal mit Premier League, weil wir da wahrscheinlich dann mehr Chemie bekommen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich da einen Draft-Token bekommen. Das werden wir jetzt dann mal machen. Ich werde wahrscheinlich auch schon in der ersten Runde rausfliegen. Aber wenn ihr Challenges habt, wie zum Beispiel, wie gesagt, ich soll den hübschesten Spieler... Oh mein Gott! Geile Karte, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich hätte Werner mitnehmen sollen. Wenn ich Werner jetzt gehabt hätte, aber trotzdem mega geil. Reus, was ist das für eine Karte überhaupt? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall direkt erstmal mitnehmen. Jedenfalls, wie gesagt, vielleicht kann ich auch mal mit meiner Schwester einen Draft machen. Hier, hübschester Spieler oder so, keine Ahnung. Aber ihr könnt mir irgendwas reinschreiben, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, wenn das so weitergeht, ist das auf jeden Fall nice. Das ist nice. Das ist nice. Ei, ich kann nur Mbappé nehmen, weil Mbappé habe ich noch nie gespielt, aber den könnte ich auch in der krasseren Edition bekommen. Aber es ist mir egal, ich nehme ihn jetzt erstmal hier so mit. Wir gehen auf den linken Mittelfeldspieler und es wird wieder gar nicht schlecht. Ey, fuck, warum habe ich nicht Werner mitgenommen? Die linke Seite, guck dir das an, das wäre jetzt mit Kalou, mit Reus und Werner da so ein richtiges Dreieck. Oh Mann, ey, das kotzt mich an, aber ich nehme trotzdem Kalou mit. Das nervt ja jetzt. So, wir nehmen direkt den Linksverteidiger, was ist hier los? Ich habe übrigens immer noch keine Kopfhörer, weil ich den Sound für absolut unnötig empfunden habe und den dann nicht, ne, und so. Okay, ich muss Marcelo nehmen, ich muss Marcelo. Also ganz ehrlich, wer mein Team kennt, ich habe fast keine Special-Karten, fast keine. Und was hier jetzt da am Start ist, das ist natürlich ziemlich, ziemlich geil. Bisher sieht unser Team richtig krass aus von den Karten her. Wir haben eine Legende, wir haben hier so ein Halloween-Ding, keine Ahnung was das ist. Natürlich in Form und ein Team of the Year. Marcelo mit 5 Sternen Skills. Passt zwar nicht ganz so rein, aber ist schon ein. Eigentlich ist das mega. Dann gucken wir mal, was hier rechts kommt. Es ist geil. Passt zwar nicht von der Chemie, aber es ist ein Future Star mit 91 Tempo, 85 Dribbling, 86. Das ist also. Puh, holy shit, Alter, mit dem zu spielen. Wie gesagt, das, ich wollte unbedingt mal einen Food Draft machen. Das ist so geil, dass wir das jetzt machen. Und wir gehen in ZDM. Was ist hier los? Alter, what the fuck? Okay, N'Golo Kanté zu 100%. Wenn das so weitergehen würde, was es bestimmt nicht geht, hätten wir ein absolut krankes Team. Guckt euch dieses Team bisher an, Alter. Das ist ja, also schon heftig. Ich meine, ich habe noch nie einen Food Draft gemacht und habe keine Ahnung, was hier so abgeht, aber es ist schon heftig.
Ja, nur, also wir könnten ihn hier nehmen zum Linken, wir könnten aber auch einfach Koulibaly nehmen. Er würde Premier League linken. Und er würde Marcelo linken. Dante, Junge, Dante ist eigentlich ein Muss. Ich muss Dante mitnehmen, auch wenn er scheiße ist. Eigentlich lass den Safe nicht spielen, aber naja. Ja, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an, hier die Silberspieler. Komm im Tor wenigstens nochmal einen guten. Ja, ne, ist jetzt nicht so geil. Ist jetzt nicht so smart gewesen. Wir nehmen einfach mal Cech, weil ich den immer gemocht habe. Also wenn mich jemand fragt, wer ist der beste Torwart für dich, dann sage ich immer Cech gewesen auf jeden Fall. Also jetzt ist er ja nicht mehr so on point, aber gewesen, würde ich mal sagen. Wir bekommen eine Legende und die dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Die nehmen wir mit. Nice, was ist denn hier los? Zweite Legende hier und heute am Start. Der hat viel Tempo, dann nehme ich den mal mit. Das läuft auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen Inform. Joao Cancelo. Könnte ich den reinpacken? Eher nicht so, ne? Ich muss jetzt ein bisschen auf Chemie ein bisschen achten, wäre so die Idee. Bundesliga bringt halt auch gar nichts. Oh, ich hab keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal ihn mit. Da hilft uns keiner so richtig weiter. Also, wenn ich was übersehen sollte, dann tut es mir leid. Neymar, komm in unser Team. Läuft, ja. Wie gesagt, dann tut es mir leid. Aber oh mein Gott, ich bin halt kein Profi. Das ist gut. Der ist gut, der wird mir gefallen. Auch hier weiß ich leider nicht mal, was das ist für eine Karte. Benzema ist auch okay, aber der passt gar nicht so gut ins Team rein. Und ich nehme ihn hier mit. Dann gehen wir auf die Auswechselbank und es geht direkt los mit Team of the Year De Gea, auch wenn er vielleicht nicht auf Chemie kommt. Wir nehmen ihn mit, weil... Wir müssen ihn nehmen. Team of the Year mitnehmen und einen guten Torwart. Da ist nur scheiße. Dachte ich zumindest. Die Maria. 5 Sterne Skills. Passt zu Mbappé, was mir eigentlich gar nichts bringt, dass er zu Mbappé passt. Oh, das ist jetzt echt die Frage. Ich glaube, wir lassen ihn nicht spielen. Deswegen gehen wir auf Martial, der uns Chemie bringen könnte. Weil wenn ich den hier reinpacke, bringt er uns schon mal 2 Chemie. Und die Maria könnten wir wahrscheinlich eh nicht spielen lassen. Dafür habe ich viel zu wenig Optionen. Ja, die werde ich auch nicht spielen lassen, das ist mir egal. Da ist mir die Chemie dann wahrscheinlich relativ wurscht. Und eine Legende! Was ist da los? Giggs! Das ist auch sogar Prime-Legenden. Wir haben jetzt 3 Prime-Legenden, oder? Ich glaube, das sind Prime-Legenden, die mit dem goldenen Dingen im Hintergrund... Man merkt schon, ich kenne mich super gut aus, verzeiht mir das auf jeden Fall. Ja gut, 3 Prime-Legenden kann man auf jeden Fall mal ziehen. Und hier geht's direkt weiter, lol. Keine Legende zwar, aber ja, ne, es ist gut. Würde ich sagen, wen nehmen wir da? Er sieht halt schon schmackhaft aus, würde zu Kanté linken. Also nehmen wir ihn mit, ja. Der passt zu Kanté, das ist super. Dann kann man den schon mal reinhauen. Passt jetzt nicht perfekt, aber ist auf jeden Fall okay. Hier für den Silberspieler kann man den schon mal austauschen. Das ist auch gut. Der würde auch linken, aber halt nicht perfekt. Schwierige Situation. Vor allem, wenn wir auch De Gea spielen lassen. Das ist ja noch schwieriger. Ich gehe einfach auf den höchsten Rated-Spieler. Das ist mir jetzt dann doch mal ein bisschen zu kompliziert. Und dann nehmen wir ihn hier einfach mit, weil er eventuell noch passen könnte. Okay, ich guck mal, was ich hier an dem Team noch mix. So Leute, 184er Draft. Naja, die Gesamtbewertung lässt zu wünschen übrig. Allerdings... bin ich mit dem Team absolut zufrieden. So sieht das Ganze aus. Also die Bank ist natürlich vollgepackt mit Hochkarätern. Und da werden wir auch ein bisschen durchmixen. Also sobald das Spiel beginnt, werde ich
Material hier austauschen gegen die Legende und werde dann eben gucken, dass ich Reus hier reinpack ins ZOM und danach Upamecano hier für Dante, und dann müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwie noch Neymar oder so bringe. Aber jedenfalls will ich Reus auf jeden Fall spielen lassen, den lasse ich dann auch spielen. Und ja, dann wie gesagt Dante, naja, da spiele ich lieber die Legende in der Innenverteidigung. Das ist mir egal, auf jeden Fall sieht so unser Team aus, das ist schon ziemlich geil, hätte man natürlich vielleicht auch besser machen können, aber ich bin super zufrieden und würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. So, da sehen wir unser Gegner-Team. Hey, das ist gar nicht mal so gut. Also, der hat nicht so viele krasse Spieler wie wir. Und chemietechnisch war das auch nicht so on point. Naja, mal gucken. Er geht auf jeden Fall direkt auch in die Pause. Deswegen werden wir das natürlich auch ausnutzen. Und wie gesagt, Scholes die Legende gegen Martial austauschen. Und Martial dann austauschen gegen 91er Reus. Dann haben wir einen Wechsel vorgenommen. Könnten Dante noch raustun und Chiellini reinbringen, haben dann zwei Wechsel durchgenommen, haben ein absolut krasses Team und können dann kurz vor Ende nochmal Son gegen Neymar oder so, sowas in die Richtung habe ich mir vorgestellt. Ja, let's go. Okay. Okay, dann probieren wir es halt mit dem nächsten Gegner und das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, was der Gegner halt vorhin hatte. Ja, ist natürlich für uns sehr unpraktisch. Er hat auch zwei noch krassere Legenden und hat auch Marcelo, Team of the Year, bla bla bla. Auf jeden Fall ein krasses Team, was da am Start war. Wir machen auf jeden Fall unsere Wechsel, wie gerade eben schon angesprochen. Und dann würde ich sagen, let's go. Er mit seinem George Best auch, Alter, das geht mir ja richtig auf den Sack. Das ist voll die gute Legende. Ich meine, wir haben hier Lineker, der ist auch nicht schlecht. Und ich bin echt ziemlich am gucken hier. Ich würde natürlich gerne hier ein, zwei Spiele mehr machen, nicht im ersten rausfliegen. Weil ich will die Spiele halt ein bisschen testen. Ich habe noch nie mit einer Legende wirklich gespielt. Ich habe ja mal eine gezogen, aber direkt dann verkauft, weil ich brauchte das Geld, war jung und so und habe ein Tor kassiert. Geil. Läuft. Best. George Best mit nur 1 zu 0. Ja, das war nicht so stark verteidigt. Aber ja, wie gesagt, ich nicht viel erwartet. Fernschüsse funktionieren halt gar nicht mehr so gefühlt. Und das ist so mein großes Problem, weil ich, wie gesagt, ich spiele da immer hin und her und merke, ich komme nicht durch. Und aus der Ferne habe ich es jetzt ein, zwei Mal probiert. Der ging, wie gesagt, komplett ins Nichts. Und deswegen ist es für mich echt schwierig, was zu reißen. Jetzt vielleicht mit so einem Pass. Da könnte man was reißen. Rotes Time Finish. Und der Schuss geht auch ans Außennetz. Gut, das war ein bisschen gutmütig von da außen nochmal abzuziehen. Aber gut, naja. Das ist natürlich scheiße, dass ich die Chance nicht genutzt habe. Das war die beste Chance hier für uns. Verrückt. Mann, ich muss es einfach aus der Ferne probieren. Es geht nicht anders und dieses Mal sitzt der Ball. Was ist denn hier los? Endlich Marco Reus. 68. Der Ausgleich. Konter auf die Legende. Pfosten. Und Son haut ihn daneben. Was ist denn mit dir falsch? Scheinbar soll es nicht sein. Scheinbar soll es nicht sein. Ich habe gerade einen Fehlpass gespielt und dadurch hat der Gegner eine Chance bekommen. Habe ich gesagt, ja, eigentlich wollte ich das, um zu kontern. Dann kommt der Konter, der wirklich gar nicht so scheiße war. Unsere Legende trifft nur den Pfosten und Son ballert ihn daneben. How the fuck, man? How the fuck? Vielleicht jetzt nochmal hier unten auf den N'Golo Kanté. Aber der kickt ihn auch nicht mehr richtig. Es sind keine Pausen mehr verfügbar. Das ist sehr unpraktisch, weil ich wollte unbedingt Neymar bringen. Aber ich habe das immer verwechselt. Auf PES drückt man anstatt auf X auf Options weiter. Und dann drücke ich halt auf Options und dann gibt es Pause. Obwohl ich gar keine Pause will. Puh. Ball rausballern. Mann, lass mich doch mal wechseln. Kann er nicht irgendwie auf Pause drücken oder so? Meine Kamera ist aus, Leute. Ich kann die gerade nicht anmachen. Stress. Ich kann ja sowieso nichts. Auf dem PC ist das sowieso hässlich. Weil wenn du auf dem PC FIFA spielst und dann
raustappst, um vielleicht die Kamera neu zu starten, dann bricht das Online-Game ab. Okay, letzte Chance, Leute. Letzte Chance. Typisch FIFA in der Nachspielzeit. Offensichtlich nicht. Es gibt Verlängerung ohne Kamera, Leute. Ich kann sie nicht starten, aber ich kann wechseln. Wie gesagt, wenn ich die Kamera starten würde, würde hier das Spiel abbrechen, das Online-Spiel, was echt scheiße ist. Aber deswegen ist das kein Drama. Oh, huhu. Wenn der reingeht, wäre ich King of the King, Alter. Also Hauptsache, ich habe halt den ausgewechselt, der ein Tor gemacht hat. Das ist super. Vielleicht macht ja der neu eingewechselte ein Tor. Neymar nämlich. Neymar, und er macht's. Er macht's. Auch ohne Kamera. Scheißegal, 2-1. Bleibt 5 Meter, oder? Schaut uns mal. Und er trifft ins kurze Eck. Immer die Legenden bei ihm. Bei mir trifft die Legende den Pfosten und bei ihm hauen sie den Ball rein. Naja. Unsere Legende muss doch auch mal ein Tor machen. Seine machen die Tore und meine machen irgendeinen Scheiß. Ich schwör's euch, Leute, ein Pass wäre da drin gewesen. Hier hat er ihn so Volley genommen, dass er ihn gegen den Boden haut. Was ein Scheiß. Ich habe Angst. Das kann nicht sein. Euer Skin. Ja, und wieder seine Legende. George Best, 3-2, wieder das Spiel gedreht. Einmal habe ich das Spiel gedreht, einmal hat er das Spiel gedreht. Ich kann nichts dagegen machen, also De Gea hat gut gehalten. Ich habe den Torwart immer recht gut verstellt. Ja, hier hat es nicht gereicht. Und ja, dann gibt es nochmal hier von Neymar 2-3 Skill-Einlagen in der Hoffnung, dass unsere Legende nochmal zum Zug kommt. Aber offensichtlich treffen nur seine Legenden. Meine sind eigentlich nur zum Schönstehen da. Ja, Nachspielzeit gibt es noch. Die läuft gerade noch. Aber wahrscheinlich, wie schon erwartet, wird das nichts. Natürlich läuft da noch mit dem Ball ins Aus. Klar. Abseits schön und nochmal ins Auslaufen. Die Nachspielzeit ist auch schon rum. Das ist, ja. Okay. Wir haben es nicht geschafft. Ich habe es aber auch nicht anders erwartet. Auch ohne Kamera werde ich euch die Abmoderation jetzt machen. Wie gesagt, ich habe es nicht anders erwartet. Ich habe einfach gehofft, die Spieler ein bisschen zu testen. Natürlich kann man die besser testen, wenn man nicht nur ein Spiel macht. Aber, ja. Läuft. Sehr gut, ne? 0 Siege, da kriegen wir auf jeden Fall ordentlich Packs für. Das ist super, ein Silberpack, damit kann ich auf jeden Fall viel anfangen. Walkout, nein, Spaß. Das wäre es natürlich absolut gewesen. Und da sind auch nur Spieler drin, also hauen wir die alle weg. Gehe ich wenigstens 1300 Münzen für. Aber hier noch die zwei Goldpacks auf, wo wahrscheinlich auch gar nichts drin sein wird. Können wir direkt überspringen, das ist ja... Das ist, wie gesagt, also man bekommt in den Belohnungen sowieso meist nur Scheiße. So wie ich das auch bei anderen YouTubern gesehen habe. Aber wahrscheinlich bekommt man wenigstens ein bisschen bessere Sachen, wenn man wenigstens einen Sieg holt. Naja gut, wie gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. Danke fürs Zuschauen, lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.